Einen wunderschönen guten Morgen. Ein Tag später und die Laune ist, sagen wir, wie es ist, die Laune ist gut, aber gestern kamen einfach noch so viele Hiobsbotschaften auf mich zu. Ich dachte mir, es kann nicht sein, es kann nicht sein. Ich lasse mir diese Woche nicht von irgendjemandem versauen. Hab dann gestern noch probiert, einige Dinge zu klären, die gar nicht so einfach zu klären sind, weil es über viele Institutionen und viele Behörden muss. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Bevor es für mich nach Berlin geht, warum, erzähle ich euch gleich. Ich habe etwas ganz Spannendes gefunden. Und zwar ist das eine neue... Also, ich muss dazu sagen, ich bin ja schon immer so eine Maus. Ich gehe liebend gerne zu Kosmetikinstituten. Meine Oma hat mich da damals so ein bisschen rangeführt. Ich bin sehr oft gegangen, weil ich eine ganz schlechte Haut hatte. Und seitdem mache ich das eigentlich ganz gerne, weil das für mich wirklich eine Me-Time ist. Also, wie für viele ist es, ins Schwimmbad oder in die Sauna zu gehen, ist es für mich, in so ein Kosmetikinstitut zu gehen und zu lernen, wie so Skincare und verschiedene Geräte funktionieren. Ich hätte ja auch gerne mal irgendwann mein eigenes Kosmetikinstitut, aber das ist noch ganz weit hin. So, und es gibt irgendeine neue Technologie, TRF, glaube ich, heißt die. Ich sag's euch gleich nochmal, wenn ich das nochmal nachgelesen habe. Und die sorgt dafür, dass die Wirkstoffe wirklich unter die Epidermis gebracht werden. Sehr spannend, es klingt recht invasiv und habe ich auch schon einiges durch, aber das können wir halt diese Woche nicht machen, weil ich Donnerstag mein Launch-Event habe und da kann ich nicht aussehen, wie als hätte ich eine invasive kosmetische Behandlung gehabt. Angeblich soll das aber das neue Ding aus Hollywood sein und wenn es etwas gibt, was mich ein bisschen mehr aussehen lässt wie Bella Hadid, dann testen wir das natürlich. Ich bin sehr gespannt. Dafür muss ich nach Berlin reinfahren und ihr kennt mich. Ich hasse Berlin. Ich hasse es, nach Berlin reinzufahren. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist natürlich immer sehr, sehr viel Stress, um diese Uhrzeit in die Stadt zu fahren. Gott sei Dank sind Ferien. Das steht heute an, dann geht's zurück. Währenddessen wird hier am Haus weiter fleißig gewerkelt. Da muss Danny heute mal die Jungs ein bisschen betreuen. Da sind sie auch schon. Und dann ist es bald soweit, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal das Schöne. Erstmal das Beauty-Programm, damit dieses Gesicht noch ein paar Tage Stress der letzten Tage verliert. Ihr kleinen Mäuse, ich bin im Auto, habe noch schnell einmal ein paar Pakete weggebracht, denn folgendes, für mich geht es jetzt in die Stadt. Ich habe neulich eine Einladung bekommen, unbezahlte Werbung, ich darf es einfach nur ausprobieren, weil ich sowas halt gerne mache, um eine neue, das ist eine neue Technik, um Wirkstoffe in die Haut zu bringen. Ich schau mal, was sie mir geschickt haben, Sekunde. Das nennt sich Dermadrop Treatment. Dermadrop bietet ein einzigartiges Behandlungskonzept für den ganzen Körper und jeden Hautzustand. Junge, feuchtigkeitsarme, Anti-Aging, Unreinheiten, Pigmentierung, sensibel. Also es soll alles können. Das finde ich erstmal spannend. Wie dringen die Wirkstoffe in die Haut ein? Und da wird es jetzt spannend. Ohne Haut, also ohne, dass das Gerät mit der Haut Kontakt hat. Das Geheimnis der Hautdurchdringung liegt in der Dermadrop exklusiv entwickelten, mit Aktivstoffen angereicherten Trägersubstanz LP3. Mit reinem Sauerstoff aktiviert, öffnet LP3 die Epidermis und ermöglicht den wirkaktiven Substanzen die Durchwanderung der Hautschichten. Und das ist etwas, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und das soll ja nicht invasiv sein. Die Haut regeneriert sich von innen heraus und erhält ihre natürliche Straffheit zurück. Bei regelmäßiger Behandlung können Depots in den tiefsten Hautschichten gebildet werden. Diese regen die Zellteilung an für ein verbessertes Hautbild. Sehr, sehr spannend. Bin ich super gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Dafür muss ich nach Berlin reinfahren. Ich vlogge das... Excuse me. Ich vlogge das Ganze natürlich so ein bisschen. Es ist mutig. Ich würde sagen, es ist mutig, 2 Tage vor dem wichtigsten Event des Jahres sowas auszuprobieren. Aber ich habe großes Vertrauen in die Technologie heutzutage. Und deswegen schauen wir mal, ob wir aus diesem Gesicht einen... Also das gleiche Gesicht haben, aber ein bisschen erholter. Ich sehe schon ganz schön durchgerockt aus, ne? 50 Minuten brauche ich, obwohl Ferien sind, meine Güte. Es gibt wohl in verschiedenen Städten diese Institute. Ich schreibe euch das mal unten rein, vielleicht, wenn ich dran denke. Wenn nicht, erinnert mich bitte dran. 37 Minuten, aber Stau. Okay, gut. Ich beeile mich, dann kann ich nämlich vor Ort noch ein bisschen filmen und bin ganz aufgeregt. Achso, und dann erzähle ich euch was zu dem Wasserschaden. Das war eine wilde Fahrt, aber ich bin angekommen. Ich bin jetzt hier, ich mache jetzt gleich nochmal ein bisschen Content. Ich will das in der Story begleiten. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn ich die Möglichkeit habe, so Sachen zu erleben. Dann nehme ich das natürlich mit. Ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen nachgelesen. Das scheint wirklich eine gute Sache zu sein. Die Kamera nehme ich aber auch mit. Also die wissen, dass ich heute da auch filmen darf. Deswegen ist es für mich nicht so schlimm. Sonst ist es immer nämlich ein bisschen schwierig, wenn man zu solchen Veranstaltungen oder zu solchen Orten geht, dass man da einfach nicht filmen kann, weil die Leute das doch einfach nicht wollen. Das verstehe ich natürlich auch. Deswegen, ich gehe noch einmal hier alles durch und dann
geht es los. Ich freue mich. Haut sieht echt ein bisschen fertig aus. Wieder zurück. Eieiei. Also, wo fangen wir an? Gleich kommt wahrscheinlich ein kleiner Kater ins Bild. Erstmal, ich habe alles gut hingefunden und die Kosmetikerin war so, so nett. Ich muss dazu sagen, ich kannte das Prozedere dieser Behandlung. Ich habe ja schon wirklich viele Dinge durchgemacht, aber das kannte ich noch nicht. Umso wichtiger ist es für mich dann von der behandelnden Person einfach ganz, ganz viel zu lernen. Und sie war so überzeugt davon, von dieser Behandlung, dass sie mittlerweile selbst für diese Marke, die das entwickelt hat, Schulungen gibt. Und das hat man auch gemerkt, weil sie wirklich, sie konnte jede Frage beantworten. Ich wollte wissen, ich frage ja dann sowas immer, ne? Wie kam der Erfinder oder die Erfinderin auf diese Idee, das so zu machen? Und sie hat mir das alles erklärt, dass es aus der Veterinärmedizin kommt und ja, damals bei verletzten Pferden angewandt wurde, diese grundlegende Technologie, und die dann, der kleine Kater schlabbert Kaffeetassen aus, dann weiterentwickelt wurde für den Menschen und sehr, 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 sehr spannend, hochspannend und eine tolle Behandlung. Ich dachte, also ich habe es ja nicht verstanden, wie das Ganze funktioniert, ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass es sehr invasiv ist, aber ihr habt es gesehen, eigentlich ist es nur so ein Luftstrahl, der super kühlend ist, und es fühlt sich eigentlich an, als würde dir jemand nur mit so einer Düse übers Gesicht gehen. Und das fühlt sich auch sehr trocken an. Aber sobald du es dann anfasst, merkst du, dass da Wirkstoffe durchgegangen sind. Also es ist dann, die Haut ist dann ein bisschen feucht, die ist dann so ein bisschen nicht klebrig, aber du merkst halt, dass eine Flüssigkeit auch ausgetreten ist. Und durch diese Art und Weise, wie das in die Haut gebracht wird, dringt das dann noch in die Haut ein. Man kann das von Kopf bis Fuß machen. Sie hat es dann auch, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten, ja, ein bisschen an meinen Haaren gemacht, dass sie ein bisschen stimuliert werden. Und es hat mir echt gut getan. Also es hat mir echt gut gefallen. Natürlich war es jetzt nicht so entspannt, weil ich das Ganze natürlich auch ganz viel mitgefilmt habe. Aber ich werde es definitiv wieder machen, weil es ging super schnell. Es tat nicht weh und du hättest sogar, und das ist für mich halt immer so wichtig, ich weiß halt manchmal nicht, was passiert am nächsten Tag, was passiert heute. Muss ich vielleicht morgen eine Kampagne drehen oder muss ich heute Abend spontan noch was drehen? Und wenn ich dann so zerruppt aussehe, dann mache ich es lieber gar nicht, weil ich es nicht einschätzen kann. Und hier könnte ich jetzt direkt einfach ganz normal weitermachen. Also ich könnte mich jetzt schminken und habe keine Probleme, weil die Haut ja nicht geschädigt wurde, sondern es geht da einfach nur rein. Schaut euch das mal an, Dermadropper, das hat mir wirklich gut gefallen. Die Kater sind jetzt auch froh, dass sie endlich wieder raus durften, weil bei den Bauarbeiten müssen die dann immer ins Katzenhotel oben. Und die durften jetzt auch wieder raus. Liam, ich glaube, wir schmusen jetzt eine Runde, komm her. Gern. Ich glaube, wir schmusen jetzt eine Runde und machen in der Zwischenzeit Essen. Hier war den ganzen Tag Full House. Ich freue mich jetzt auch wirklich auf den Feierabend. Morgen ist nochmal recht ruhig. Da bereite ich mich dann auf den Launch vor. Und dann reden wir da, glaube ich, morgen nochmal drüber. Ich genieße jetzt einfach mal mein schönes, glowy Gesicht. Hallo, guten Morgen. Terminus. Ich würde mal sagen, 30 Stunden, bis es zu meinem Event losgeht. Und ich habe mich jetzt nochmal schnell in den Garten gesetzt, denn ich hatte mir neulich einen Anzug gekauft. Und die Hose ist bei meinen kleinen Italienerbeinen natürlich viel zu lang. Mindestens 12 cm. 11 bis 12 cm. Und die kürze ich jetzt, beziehungsweise ich nähe sie um. Provisorisch, dass es hält. Ich war eben nochmal bei Rossmann und habe keinen Bügelsaum gefunden. Deswegen habe ich mir das hier geholt. Kann ich eh mal gebrauchen. Wie oft habe ich hier schon gesessen und probiert, etwas umzunähen und hatte nichts. Deswegen hoffe ich, dass es damit klappt. Da ist alles mit dabei, was man braucht. Auch ein Maßband. Ich habe eben schon mal abgesteckt. Dreh die Hose jetzt einmal auf links. Messe dann nochmal aus. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze klappt.
Ich habe lange nicht mehr genäht. Meine Tante war Schneiderin und die hat mir das beigebracht damals. Durfte immer, sie ist immer sehr, sehr früh aufgestanden und hat dann morgens schon gerattert, haben wir es immer genannt. Die ist immer so um 4 aufgestanden, weil sie immer sehr viel zu tun hatte. Sie hat für ganz viele Boutiquen und für ganz viele Leute, die in eine Richtung genäht. Gardinen, Stuhlhussen, Sofahussen. Sie hat für Cartier damals die Schaufenster genäht und hat natürlich immer sehr viel zu tun gehabt und ist immer früh aufgestanden. Und ich bin auch immer früh aufgestanden, wenn ich bei ihr geschlafen habe. Und dann hat sie mir das beigebracht. Und ich durfte dann immer Kissen nähen oder so. Also ich bin jetzt keine Schneidermaus, aber wir kriegen das hin. Ich mache es einfach mal und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Morgen ist es soweit. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Noch ist es aber, glaube ich, eher die Müdigkeit, die so ein bisschen auf mir liegt. Ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen ein bisschen, aber das wird bis morgen. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und heute ist der Tag der Tage. Gestern, naja gut, ich habe noch die Hose genäht. Es ist Tatsache gar nicht so schlecht geworden, dafür, dass es eine recht spontane Aktion war. Ihr habt es eben gesehen, ich musste dann fliehen, weil mich eine Wespe angegriffen hat und ich hatte, auch diese Woche keine Wespenstiche. Ich mache mich gerade so ein bisschen fertig, denn mein motiviertes Ich hatte mir vor einer Woche gesagt, Maxim, es wäre eine richtig, richtig gute Idee, wenn du am Tag deines Launch-Events nochmal richtig zerstört wirst beim Sport. Ich mache ja EMS-Training, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Das ist dieser Strom, also du kriegst so einen Anzug an. Und also erstmal hast du eine Ganzkörperleggings an, so, und die wird nass gemacht. Und dann kriegst du so eine Weste und so ein... so eine Hose an und dort läuft Strom durch in verschiedenen Intervallen. Und währenddessen machst du Übungen. Und in diesen 20 Minuten, das ist so effektiv wie, ich glaube, eine Stunde lang Sit-Ups im Vergleich ungefähr. Das ist sehr, 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 sehr anstrengend und du bist danach fertig. Aber ich habe es eben gerade auch in dem Vlog gesagt, ich bin ja so eine Maus, ich schlafe auf dem Bauch, ne? Also ich schlafe immer so und dann sieht mein Gesicht am nächsten Morgen immer sehr, naja, ein bisschen angeschwollen aus und deswegen habe ich hier vorhin schon so ein bisschen gerollt und der Sport, dachte ich mir, wird mir gut tun und dass das alles so ein bisschen sich setzt, aber es wird anstrengend und danach sehe ich auch erstmal 2 Stunden fertig aus. Problem, der Uber-Fahrer kommt um 13 Uhr schon und holt uns ab. Ich habe mich nämlich entschieden, nicht mit dem Auto selber zu fahren nach Berlin rein. Das ist immer ein Kampf, unter der Woche generell nach Berlin mit dem Auto reinzufahren und dann dort, wo das Event ist, da gibt es keinen Parkplatz. Das ist so ein Industriegelände und du bist da sehr, sehr im Hotspot und da will ich nicht aufgestylt mit Schmuck und Taschen und Make-up und was weiß ich über die Straßen laufen. Deswegen kommt um 13 Uhr hoffentlich der Uber-Fahrer und holt uns dann ab, dass wir dann so gegen 14 Uhr da sein können. Denn um 14.30 Uhr, glaube ich, habe ich den ersten Presseslot. Heute ist ja das Launch-Event. Und vorher gibt es dann immer ein bisschen Zeit mit Pressevertreterinnen, die dann einfach Fragen stellen können in Interviewsituationen, damit man der Presse die Kollektion auch so ein bisschen besser erklären kann. Und das passiert heute. Ich bin da mittlerweile recht geübt drin, würde ich sagen. Es ist aber trotzdem immer noch so ein bisschen komisch, weil, also in meinem Kopf, ne, ich habe mir das zwar immer gewünscht, aber ich habe mir nie gedacht, dass das passiert. Und jetzt ist es dann, bist du dann halt in dieser Situation, dass du ein Interview mit der Presse gibst und das ist schon sehr aufregend, würde ich sagen. Also es ist schon immer sehr spannend und macht ja auch Spaß. Und dann kommen die Gäste. Es durften ja zwar auch aus der Community mit dabei sein, mit ihrer Begleitung. Die sind auch schon angekommen. Ich habe heute Morgen schon mit denen geschrieben. Es ist übrigens erst 7.37 Uhr.
Und die sind auch schon ganz aufgeregt und freuen sich sehr. Meine beste Freundin kommt auch auf das Event spontan noch. Und dann natürlich meine ganzen Kolleginnen und Kollegen. Da freue ich mich sehr drauf. Es wird ein sehr spannender Abend. Letzte Mal, beim letzten Event, war es ja so, dass ich gar nichts irgendwie mitbekommen habe vom Event, ne? Weil ich die ganze Zeit immer irgendwas gemacht habe. Eigentlich habe ich die ganze Zeit nur allen Hallo gesagt und bin wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend gerannt. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen anders wird, denn es ist sehr immersiv, heißt das, glaube ich, ne? Also du bist mit in Teil dieser Ausstellung. Ich zeige euch die Location natürlich auch gleich hier in diesem Vlog. Für mich ist es aber noch ein bisschen hin. Ich war auch damals, als das Rossmann-Team sich die Location angeschaut hat, war ich nicht da. Ich glaube, ich war auf einem Dreh für irgendwas, aber ich weiß es nicht mehr. Deswegen ist es für mich auch heute eine Überraschung. Sport gleich. Ich habe noch ein bisschen Zeit, habe schon was gefrühstückt. Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ich habe nicht so gut geschlafen, aber das ist in Ordnung. Deswegen mache ich mich jetzt ganz entspannt fertig. Ich komme nach dem Sport zurück, muss eine Waschmaschine noch anstellen. Während die Waschmaschine läuft, kann ich duschen gehen und mich fertig machen. Dann muss ich die Wäsche aufhängen, damit die trocken ist. Morgen, weil ich die Sachen, die da drin sind, brauche. Also, ne, es ist das. Ich finde das immer so spannend zu sehen, dieser Wechsel zwischen dem echten Leben und dem Job. Ne, also es ist ja nicht so, dass ich gehe ja nicht morgens aus dem Haus zur Arbeit und komme dann nachmittags nach Hause, sondern ich stehe auf und starte direkt in meinen Tag und mein Alltag ist ja irgendwie auch mein Job. Und da gibt es dann aber trotzdem so diese krassen Zäsuren dazwischen, zwischen Launch-Event, Presseinterviews und High-Life. Parallel dazu mache ich aber die Wäsche. Und ich lieb's. Aber ich glaube, das hatten wir, glaube ich, im letzten Vlog drüber gesprochen. Das ist das, was mich so ein bisschen, oder mein Geist noch nicht so ganz verstanden hat, diese Schnitte dazwischen, diese krassen Extreme. Ich bin gespannt, wie es dieses Mal wird. Erfahrungsgemäß die letzten 6 Launches war es so, dass ich danach immer in so ein Loch gefallen bin, weil ich das Gefühl hatte, okay, du hast jetzt ein ganzes Jahr Arbeit in etwas reingesteckt und ein Jahr lang hast du dich mit einem Thema auseinandergesetzt und dann ist es vorbei. Und was machst du damit in der Zeit? Und ich hatte das Gefühl, dass ich es diesmal schon hatte, deswegen bin ich motivierter oder optimistischer, dass es diesmal nicht so weit ist. Ich mache mich einmal fertig. Zum Sport nehme ich euch nicht mit, weil das kann ich nicht filmen, weil das möchte auch niemand sehen, wie ich durch gefühlt stark Strom auf dem Boden liege und Sit-Ups mache. Und dann machen wir uns gemeinsam fertig. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr. Oh, es wird ein ganz, ganz aufregender Tag. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei sein könnt. Ich bin natürlich Oberprofi und habe total vergessen mitzuvloggen, weil ich gerade Get Ready With Me drehe. Deswegen machen wir jetzt so ein bisschen Multitasking. Ihr seht es. Ich bin eigentlich, muss ich sagen, ich bin wirklich ein guter Multitasker, was Zeitmanagement angeht. Heute absolut gar nicht. Und ich trage, glaube ich, heute nur eine... Trage ich Concealer? Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ich habe im Moment das Gefühl, dass der ziemlich schnell in meine Augenfältchen läuft, weil die so trocken ist, die Haut darunter im Moment. Deswegen nur so punktuell ganz wenig. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich glaube, man merkt es. Der Tag ging jetzt so schnell vorbei. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding, dass ich die ganze Zeit dann immer zwischendurch in die Kamera rede und dann ruft noch irgendjemand an und will noch was wissen vor dem Event oder so. Also es ist dann immer sehr, 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 sehr stressig. Aber wir kriegen das hin. Ich bin optimistisch. Das wird alles, alles gut gehen. Die Mädels von Rossmann sind halt einfach super, super professionell. Das ist ja nicht das erste Event, was sie machen, sondern so allein von mir ist es schon das zweite und sie haben ja auch die ganzen Drehs und so organisiert. Das können die schauen. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz tolle Agenturen mit dabei, die bei der Planung immer so ein bisschen helfen. Ich bin sehr gespannt auf die Pressetermine, denn da bin ich natürlich nicht so geübt. Klar, habe ich auch schon mal ein paar Interviews gegeben, aber es ist nochmal was anderes, wenn du zu Hause sitzt und für dich bist und dann das Interview schriftlich einreichst, als wenn jemand vor dir sitzt und dann mit dir redet. Achso, und ich darf euch ja jetzt die Produkte zeigen. Das, doch, darf ich. Das Zauberpuder ein bisschen in die Hand und dann fixieren. Und jetzt wird das Ganze fixiert. Das Make-up muss super, super lange halten und dafür ist dieses Produkt perfekt. Es mattiert nämlich gleich so ein bisschen und sorgt dafür, dass das Make-up ebenmäßiger aussieht. Das ist so genial. Schaut euch das an. Diese Palette, Freunde, ihr glaubt es nicht. Das ist einfach der perfekte Ton. Wir haben so lange an diesem Ton gesessen, weil ich hatte genau eine Farbe im Kopf und wenn die es nicht war, dann wäre das Produkt rausgeflogen. Fun Fact ist, also vielleicht mal ganz spannend zu wissen, dass wir wirklich viele andere Produkte auch hatten, die hätten in die Kollektion kommen können, aber sie haben mir nicht gefallen. Also wir haben sie nicht so hinbekommen, dass ich gesagt habe, das schaffen wir noch in den
2 Monaten, 3 Monaten, bis die Produkte in die Produktion gehen müssen. Deswegen sind einige Produkte auch Tatsache wieder rausgeflogen. Ein bisschen auf das Näschen noch. Okay, Freunde, ich muss jetzt aufhören, weil ich krieg's sonst nicht hin. Wir sehen uns gleich, wenn alles fertig ist. Ich hab's nicht mehr geschafft, die Kamera jetzt rauszuholen. Deswegen einmal kurz mit dem Handy. Outfit-Check. Kennt ihr schon. Blauer Leinenanzug, den ich gestern genäht habe. Und der klassische Schmuck, die Kette, hatte ich extra für diesen Tag heute gekauft. Weil das natürlich so gut passt, denn die hat sich auch schon fertig gemacht. Das Uber kommt jetzt in 10 Minuten und dann geht's schon los. Ja, jetzt bin ich doch schon so ein bisschen angespannt, aber das wird ganz, ganz toll. Wir sehen uns in der Location. Hallo, ich musste gestern das erstmal alles so ein bisschen sacken lassen, weil es einfach so, so viel war und so extrem. Ihr habt es vielleicht schon in dem Video von Danny gesehen, wir haben da ein bisschen ein kleines Recap zu dem Event gehabt, das war einfach, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass das war. Es war so riesengroß und das war so viel zu erleben und das war so eine tolle Location und ich muss dazu sagen, ich war in allem eingebunden, außer in den Visuals. Also ich war da zum Drehen im April, das ist schon der Ball. Aber ich habe das finale Video, was da in Dauerschleife lang lief, nie fertig gesehen, weil ich mich überraschen lassen wollte. Und als es dann losging nach meiner Eröffnungsrede und dann dieses Video anfing zu spielen, ich war einfach so baff. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich wusste, dass das Team eine ganz, ganz tolle Kampagne draus machen wird, aber wie krass es dann am Ende wirklich war, hat mich dann am Ende auch so ein bisschen, ja, sehr, sehr stolz gemacht und ich habe ganz liebe Worte auch bekommen von einigen vom Rossmann-Team und es war wirklich, wirklich schön und ich freue mich jetzt aber auch, dass es jetzt dann offiziell ab morgen losgeht, weil ihr hier seid, die natürlich ein ganz enger Teil der Community sind, wichtig. Morgen kommen die Sachen am Montag erst online und dann werden sie nach und nach ausgeliefert. Also ich gehe davon aus, dass die Sachen am Montag noch nicht aufgebaut sind. Vielleicht erst am Dienstag oder am Mittwoch. Online kriegt ihr aber alles schon ab morgen. Und das ist für mich einfach so verrückt. Ich halte euch dann natürlich so gut ich kann auf dem Laufenden und ich werde mit Sicherheit auch noch mal in den nächsten Tagen einiges zum Event erzählen. Ihr habt ja auch schon vieles bei anderen Mäusen gesehen. Ich habe gesehen, Claudia hat gevloggt, glaube ich. Kati hat, glaube ich, auch gevloggt. Also ganz, ganz viele Mäuse, die mit dabei waren. Like a Dizzy in Spring hat auch gefilmt. Es war einfach sehr, 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 sehr schön und das hat mich sehr stolz gemacht, das finale Ergebnis zu sehen. Und ich hoffe, dass es euch genauso gefällt, wenn ihr die Produkte habt, wie es mir gefällt. Ich will den Vlog an dieser Stelle beenden, weil das natürlich diese Woche jetzt einmal abrundet und ab nächster Woche geht es dann natürlich weiter. Wir sind im Moment gut dabei mit dem Vloggen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zu der Kollektion. Ich freue mich riesig und wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr
so tatkräftig an meiner Seite seid.